Heute mal einen Zuschauerwunsch. Hier die Schlumpfladeflasche habe ich euch ja schon mal demonstriert, ne? Womit man Handys theoretisch mit einem 9-Volt-Block oder USB laden kann. Ne? Ja, da wurde ich gefragt, dass ich, ob ich nicht auch mal ein Video dazu machen kann, wie man denn so Handys mit USB und Bedini-Motor laden kann. Ne? Ich meine, so Handys mit USB laden ist kein Thema. Dazu haben die immer diese USB-Ladekabel dazu. Ne? Ja, aber mit Radiant Energy, ne, mit diesem Implosionsstrom zu laden, ist natürlich schon eine kleine Herausforderung. Ja. So schaut das ganze Teil dazu aus, was man eigentlich nur braucht. Ne? Ist unser altbekannter Bedini-Zirkus, ne, auf Deutsch ausgedrückt. Diese Bedini-Schaltung da, was diese Aufschaukelung da drin dann ermöglicht. Ja, wie man sowas zusammenbastelt, habe ich ja auch schon mal ein Video dazu gemacht. Aber was hier jetzt neu ist, ist dieser Kondensator da. Ne? Der ist zwischen dieser Diode, die am Gehäuse vom Transistor befestigt ist, ist der Plus vom Kondensator und der Minus ist der Plus vom Eingang. Ne? Das hier oben ist das der Eingang da. Ja, mal schauen, ob ich den hier ordentlich gewickelt habe. Ne? Ganz normaler Bedini-Motor. Kennt ihr auch. Fragt mich jetzt halt nach der Windungszahl, ob 72, 111 oder irgend so was Mystisches gewesen ist. Ich bin da immer ein Fan von solchen Windungszahlen. Jedenfalls haben die jeweils die gleiche Wicklung drauf und 14,3 Ohm habe ich gemessen. Jeweils, ne? Also für die Datenfreaks. Ja, mal schauen, ob das funktioniert. So. Schaut halbwegs gut aus. Ja. Das funktioniert. Mit einem 9-Volt-Block zumindest schon mal. Ne? Also hier Plus, da Minus. Okay. Na gut, dann legen wir dich halt hin. Jetzt zieht er am meisten Strom, dürfte hier noch gar nichts rausbringen. Ja, das könnten wir eigentlich gleich mal kontrollieren. Ne? Moment. Nehmen wir dich mal her. So, haben wir mal nicht das allerneueste Handy genommen. Trotzdem wäre es natürlich schade, wenn du kaputt gehst. Ne? So, das sind wir momentan bei dem Ladestand hier. So, unten wird das irgendwie reingestöpselt. Jetzt habe ich einen falschen Stecker. Der ist zu klein. Gibt's doch gar nicht. Nee, passt doch. Hat nur ein bisschen mehr Druck gebraucht. Okay, also dann kann es losgehen. Ja, weil da lädt noch nichts, ne? Nee, da lädt noch nichts. Okay, der ist ja auch noch nicht im Implosionsmodus, ne? Der läuft zurzeit wie ein ganz normaler Motor. So, dann drehen wir nochmal hoch. Lädt hier schon was? Lädt noch nichts. Hier noch nicht. Hallo, die Waldfee. Bei 10 Volt schon auf dem Kondensator. Das ist nur ein 6 Volt Kondensator. 11 Volt. Oh, jetzt höre ich mal lieber auf hier. Scheint irgendwas nicht hinzuhauen. Neuer Stecker ist dran. Gucken, ob der besser funktioniert und ob er jetzt gleich auch am Anfang so tut, als ob er lädt. Wollen wir uns mal so ausdrücken, ne? Okay, also noch einmal das schöne Spiel.
Aha. Okay. Da tut sich noch nichts, ne? Nein. Okay, wieder hochdrehen. Ei, guck mal da. Scheint zu funktionieren. Der optimale Punkt ist, ne? Ich kann das selber mal irgendwie rausmessen. Jedenfalls, das funktioniert. Bedini, Impulsionsstrom und als Versorgungsspannung 9 Volt Akku. Ja, wie lange das Spielchen jetzt geht, könnt ihr ja mal probieren. Ne? Aber die Aufgabe war ja USB. Ah, also mit einem USB einen Bedini betreiben, der dann ein Handy lädt. Oder alle möglichen Handys. Oder sowas. Oder was weiß ich, Videokameras. Ne? Die kann ich jetzt schlecht zeigen. Okay, mal gucken, ob das mit USB auch funktioniert. Ja, dazu brauchen wir erstmal ein USB-Kabel. Ne? Hier, solche. Ist ja meistens hier den Handys mit dazu. Ne? Ja. Und im Grunde muss man da ja eigentlich nichts weiter machen, als sich jetzt die Seite mit dem USB raussuchen. Ne? Ja, die Seite. Ja, und dann werden wir etwas rabiat, nicht? Ja, neue Kabel durchschneiden macht am meisten Spaß. So, da ist es dann durchgeschnitten. Ja, das könnt ihr ja dann eigentlich an den Output hängen, ne? Und dann habt ihr gleich einen perfekten Anschluss fürs Handy und das ist sozusagen dann der Input von Bedini. Ja, ich habe da das schon ein bisschen besser vorbereitet, ne, mit einem etwas längeren Kabel und ja, das könnt ihr auch alle googeln, ne, da kommen in jedem USB-Kabel sind eigentlich vier Kabel drin, grün, gelb, schwarz und rot. Ne? Ich habe jetzt nur die schwarzen und die roten hier gelassen. Die anderen habe ich alle abgezwickt, weggemacht. Diese Isolierung außen brauchen wir auch nicht unbedingt. Brauchen wir eigentlich nur schwarz und rot. Schwarz ist minus, plus ist rot. Ne? Kein Thema. Ja, und dann tun wir einfach die zwei Kabel mit den Anschlüssen einfach wechseln. So, Kabel ist jetzt hier am Eingang dran. Ne? Und dann wollen wir das Ganze mal zum PC tragen. Den brauchen wir natürlich dafür. Ne? So. Gut. Okay, USB. Stöpseln wir hier rein. Etwas dunkel hier, machen wir etwas Licht. Ne? Cool, dasselbe Spiel wie vorhin. Unten ist. Andrehen. Unterhalb vom Fatsche-Fatsche-Punkt also. Die Einstellerei ist ganz schön heikel.
gut. Theoretisch halt, ne? Die Einstellerei und die Bewickelung vom Anker. Ja, da könnte man sich dann noch ein paar Gedanken machen. Man könnte dann auch hier als Eingang noch eine Kaskade, ne, die dann die Spannung erhöht. Ich meine, viel zieht der Motor ja nicht. Ne? Das ist ja eigentlich Wurst, aber die Eingangsspannung müsste halt schon so hoch sein, damit wir durch die Drehzahl, die dann hier entsteht, unseren Conti ordentlich geladen bekommen. Ne? Das ist ja auch der Grund, warum er hier nur ab und zu sporadisch mal Lust hat. Das scheint ein guter Punkt gefunden. Ja, zuerst, ne? Genau, jetzt lädt er jedenfalls die ganze Zeit. Also es geht doch, auch mit 5 Volt. Man muss den Punkt halt nur optimal rausfinden dann, ne? Ja, und wie lange das jetzt aber dauert, ehe er voll ist, ne? Ja. Viel Spaß beim Testen. Ja, ist eine schöne Spielerei, dieses elektrische Geräteladen mit Bedienimaschinen, ne? Also meiner läuft jetzt hier unten drin. Den Schlumpflader habe ich euch ja schon mal gezeigt, wird das hier mit 9 Volt Batterie gespeist. Du kriegst natürlich den Akku niemals richtig voll, komplett, ne? Mit nur noch 9 Volt Block. Das dauert dann schon ewig, aber so zum Lernen ist es schon mal nicht schlecht, ne? Ja, sowas hier wird es dann eher werden, denke ich mal. Mit richtig großen Kondensatoren, richtig vielen Wicklungen, die man dann zu einer fetten zusammennehmen kann. Muss man mal rausfinden, wie man die Schaltung am besten macht. Aber von der Drehzahl her sind die Dinger jedenfalls schon mal verblüffend. Aber dazu komme ich später im Podcast. Ne? Der Punkt ist gut rausgefunden. Steht immer noch. Ja, schön. Irgendwie scheint das auch nur Spielereien zu sein, ne? Was es jetzt schon alles Neues gibt. Drehfehler. Ja. Mal gucken, ob wir das Ding dann irgendwann mal fertig bekommen hier. Das wäre wirklich mal eine schöne Herausforderung. Scheint richtig was zu können. Mit Optokoppler, sodass kein Strom mehr verloren geht.